Ich begrüße ganz herzlich die beiden Cheftrainer und wie immer hat der Gästetrainer als erstes das Wort, um seine Einschätzung zum Spiel zu geben. Bitte schön, Christian Eichner. Vielen Dank und guten Tag nochmal an alle und Entschuldigung für die Hektik, aber wenn der Tag noch einigermaßen gut enden soll, dann bekommen wir wenigstens den Zug. An zweiter Front Glückwunsch an den FC St. Pauli, an Fabian zum 2:1 Heimsieg gegen uns. Ich glaube, es war 65, 70 Minuten, ein Spiel wie gemalt für uns, wie wir es uns im Voraus auch vorgenommen hatten. Wir hatten ja vor ein paar Monaten im Mai hier an ähnlicher Stelle schon mal miteinander zu tun. Dieses Mal sind wir es ein bisschen anders angegangen, wollten die Mannschaft in ihrer Grundordnung auch lassen, in der sie sich wahrscheinlich am Ende auch am wohlsten fühlt. Und letzte Woche auch, glaube ich, eine Portion Selbstvertrauen mit nach Hamburg gebracht hatte. Wir haben die Räume sehr stark verdichtet, trotzdem immer mal wieder auch vorne aufgetaucht, in einem hohen Anlaufen. Den Gegner, glaube ich, auch nicht wirklich zur Entfaltung haben kommen lassen in ihrer großartiges Position- und Ballbesitzspiel, sodass insgesamt eine relativ ausgeglichene Anfangsphase oder insgesamt erste Halbzeit dann auch gesehen habe. Beide Mannschaften hatten ihre für mich ungefährlichen Abschlüsse. Ich glaube, wenn man einen Strich drunter macht, war die klarste Torchance die nach wenigen Minuten von Fabian Schleusner, weil das Tor ja auch nochmal aus einem zweiten, dritten Ball dann auch entsteht. Auf der anderen Seite waren ein, zwei Schüsse und so 5-Meter-Raumaktionen, wodurch ich glaube, dass es insgesamt dann so in Ordnung ging. Die erste Viertelstunde, 20 Minuten nach der Pause, habe ich ähnlich gesehen. Dann war aber immer mehr Druck da, wir kamen weniger raus, wir haben weniger Entlastung oder für weniger Entlastung sorgen können, die Bälle nicht mehr so fixieren können und auf der anderen Seite kam dann eine Welle nach der anderen, die vielleicht nach außen nicht immer so ganz gefährlich aussieht, aber in Summe natürlich insgesamt immer wieder Körner kostet. Bitter ist es am Ende, dass wir dann so ein Tor bekommen, wo ich glaube, dass der Gegner jetzt nicht unbedingt seine Kernkompetenz hat mit einer Flanke, sondern eher ein gepflegtes Kurzpassspiel und den Gegner ab und zu dann auch mal positiv formuliert versucht zu panieren. Da sind wir heute eigentlich immer ganz gut rausgekommen, haben das wegverteidigt und da sind wir im 3-1 einfach zu läppsch im Zweikampf, um ein Zweitligaspiel auswärts bei dieser Mannschaft zu gewinnen. Dann war klar, dass nochmal High Life hier stattfindet. Gehört wahrscheinlich momentan dazu, dass wenn du oben stehst, du dann diesen Dinger nochmal in den kurzen Winkel reinhaust und für uns natürlich mega bitter, weil ich glaube, wenn man einen Strich drunter macht und ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Spiele in der Vorbereitung angeschaut, das macht dann auch immer mal wieder Spaß. Habe ich schon eine sehr, sehr gute KSC-Mannschaft gegen eine bisher herausragende St. Pauli-Mannschaft im Jahr 2023 gesehen und dafür können wir uns nichts kaufen, das können wir uns dann irgendwann auf der Heimfahrt dann wahrscheinlich auch sportlich betrachtet sonst wo hinschieben. Wir haben 2:1 verloren, das ist am Ende, was zählt. Der Weg ist aber anständig, den die Mannschaft momentan geht. Sie hat Spaß auch wieder an ihrem Spiel, es macht Spaß, ihr zuzuschauen. Und trotzdem haben wir, glaube ich, 3-4 Punkte insgesamt zu wenig, um in ruhigen Fahrwassern momentan uns zu bewegen. Und das ist die Wahrheit, deswegen werden wir nächsten Sonntag aber wiederkommen. Dem FC St. Pauli, meinem Kollegen und den Jungs alles Gute und viel Erfolg für die weiteren Spiele. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung zum Spiel. Fabian, wie sieht dein Fazit aus? Ja, moin zusammen. Erstmal danke für die Glückwünsche. Ich glaube, zum Spiel muss ich jetzt halt nicht mehr so viel sagen, weil eigentlich alles gesagt wurde und ich das einfach bestätigen kann, dass Karlsruhe wirklich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Sie haben uns maximal gefordert. Sie sind auch sehr, sehr viel gelaufen, wenn man nur die Daten mal anguckt. Ich glaube, es waren beide knapp bei 125 Kilometer. Das ist enorm viel für beide Mannschaften und dementsprechend war es auch eng auf dem Platz. Und sie haben die Seite extrem verdichtet mit der Raute, haben dann immer wieder gefährlich umgeschalten. Wir haben versucht, darauf einzuwirken, auch in der Vorbereitung schon. Wir wussten, dass sie immer eine individuelle Qualität haben, um auch ein Tor zu erzielen. So war es dann auch. Nichtsdestotrotz waren wir nicht so klar, ähnlich wie in Paderborn, in unserem Positionsspiel, auch in unseren Abläufen. Wir waren unsauber, wir waren im Kopf, finde ich, nicht schnell genug, sondern extrem behäbig. Und dann haben wir auch in der Halbzeit wieder reagiert. Elias kam rein, haben dann noch ein bisschen was am System umgestellt, hat dann kurzzeitig gut funktioniert, dann wurde es wirklich wild und dann haben wir nochmal, sag ich mal, All-In probiert, haben die Außenverteidiger rausgenommen, haben offensive Flügelspieler reingebracht anstelle von defensiven Außenverteidigern und dann, was sehr, sehr gut war, und da muss ich der Mannschaft einfach ein Kompliment machen, war, dass die Ruhe
bewiesen haben und auch Ruhe bewiesen haben, dann, als sie 1-0 hinten waren. Sie sind immer ihrem Stil treu geblieben, sie haben nichts Wildes gemacht, sie haben keine langen Bälle auf einmal gespielt, sondern sie waren in ihrem Positionsspiel, sie haben die Position besetzt, sie haben den Ball von links nach rechts laufen lassen und konnten dadurch eine Dominanz aufbauen, sodass KSC eigentlich gar nicht mehr hinten rauskam am Ende. Und so schaffst du es dann durch erste, zweite Welle auch Torchancen zu kreieren. Und das war wirklich gut. Und auch der Glaube daran, ich habe gemerkt, dass die Mannschaft daran glaubt, über 90 Minuten lang, auch wenn sie lange im Rückstand war, sie glaubt daran. Und das spricht einfach auch für den Charakter der Mannschaft. Nichtsdestotrotz müssen wir ehrlich zu uns sein, dass wir auch dieses Spiel aufarbeiten müssen. Wir wurden heute vor maximal große Aufgaben gestellt und da wird es auch in Zukunft passieren und da müssen wir einfach bessere Lösungen finden. Trotzdem bin ich natürlich happy mit dem Ergebnis. Fußball ist am Ende einfach ein Ergebnissport und dementsprechend Kompliment an die Mannschaft. Ich wünsche KSC alles Gute für die weitere Saison und bis zum Rückspiel dann. Danke. Vielen Dank, Fabian. Eure Fragen. Tim Eckstein vom Millanton. Danke. Herr Eichner, ich habe eine Frage an Sie zur taktischen Umstellung, die der FC St. Pauli vorgenommen hat in der zweiten Halbzeit. Da wurde mit Simon Zoller mit der Einwechslung von Daniel Sinani wurde auf zwei Stürmer umgestellt. Dadurch wurden ihre beiden Innenverteidiger gebunden. Wenn die Schienenspieler hochgeblieben sind mit Zart und auch mit Sayakas oder dann Treu, dann hatten auch ihre Außenverteidiger direkte Gegenspieler. Und wenn dann offensiv vorgerückt wurde aus dem Zentrum, dann sind sie ab und an in Unterzahl geraten hinten in der Viererkette. War das eins der Probleme, warum dann der Druck noch größer wurde gegen Ende des Spiels? Oh, Sie können bei mir ins Trainerteam. So unterhalten wir uns in der Woche gar nicht, aber großartig. Kompliment für die Frage, das meine ich ernst. Wir sind 3-1 Überzahl beim Tor. 16er Aktion, entscheidendes Tor. Und ich glaube, Sie werden mir jetzt beipflichten. Ich verstehe das total. Umstellungen sind total wichtig in einem Fußballspiel, entscheiden aber in der zweiten Liga nicht immer Fußballspiele. Deswegen, das Spiel haben wir verloren, weil wir 3-1 im 16er nicht vernünftig verteidigen. Basics, zweite Liga. Und dass der Gegner gut ist, ist er schon ohne Umstellung gewesen. Das habe ich die letzten Wochen gesehen. Deswegen, ich verstehe die Frage, aber wir haben einmal vor allen Dingen richtig läppsch verteidigt, da wiederhole ich mich. Und deswegen haben wir das Tor zugelassen, weil ich glaube, dann wird es vielleicht noch mal ein bisschen hektischer, was eher uns zugute kam oder gekommen wäre. Und deswegen haben wir uns das ein Stück weit neben der Qualität beim Gegner auch individuell dann selber zuzuschreiben. Also verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich darauf nicht konkret eingehe, sondern eher bei meiner Mannschaft bleibe. Weil wir haben schon ein paar Aufgaben auch 70 Minuten vorher gehabt, egal wie Fabian umgestellt hat, weil das ist einfach eine gute Mannschaft. Da sind so ein, zwei drin, die, ich weiß nicht, ob die in der Liga was zu tun haben. Nur als Nachfrage für die norddeutschen Journalisten, Läpsch. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob das ein badisches Wort ist. Das habe ich mal aus dem Österreichischen übernommen. Das tut mir leid, ich hatte ein paar österreichische Mitspieler. Fahrig, kennt man das hier oben? Ich bin sehr badisch, deswegen fahrig ist okay. Damit können wir, glaube ich, arbeiten. Das ist in Ordnung. Vielen Dank. Ich hoffe, die Nachfrage ist in Ordnung. Gibt es weitere Fragen? Nils Weber von der Hamburger Morgenpost. Eine Nachfrage an Fabian. Hatte ich das richtig verstanden? Die Herausnahme von Lars und auch Manos war rein taktischer Natur in dem Fall und dann die offensiven Einwechslungen? Ja, rein taktischer Natur. Hier vorne in der ersten Reihe. Ich würde zwei Fragen an Christian Eichner. Sich kurz vorstellen noch. Einmal kurz vorstellen. Ronny Dankert von Badischen Neuesten Nachrichten. Frage an Christian Eichner. Die Auswechslung von Sebastian Jung zu Marco Tiede war die verletzungsbedingt. Ja. Und dann Läppsch hast du es genannt, also läppisch. Dann nimmst du in erster Linie wahrscheinlich auch Janis Burnic mit in die Verlosung, der ja kurz davor eingewechselt worden war. Hatte das eine Bewandtnis, dass er mit dem Kopf nicht richtig da war? Oder wie schätzt du das ein? Naja, da ich ja... Wenn ich sage, wir sind im 3-1, betrifft es ja nicht nur einen Spieler und da geht es auch nicht darum, wer das ist, sondern es geht einfach darum, dass wir das dann mit jeder Faser unseres Körpers einfach besser verteidigen müssen. Das ist ja jetzt nicht der Wandspieler schlechthin, bei allem Respekt, der hat andere Qualitäten, der dann das Tor macht. Und das macht er großartig, also davon mal abgesehen, technisch total hochwertig, aber wir müssen da
blocken, alles reinwerfen, vorher schon besser stehen. Ich glaube, wir verlieren in erster Instanz auch den Ball. Ich glaube, dass die Spieler insgesamt ein bisschen vorsichtiger geworden sind im 16er, weil wir neigen schon inzwischen dazu, Kontakt als Elfmeter danach auszugeben. Das führt so ein bisschen dazu, dass sie ein bisschen sensibler in die Zweikämpfe in diesen Situationen kommen und nicht so stochern und stechen. Aber nochmal, das sind Kleinigkeiten, die Zweitligaspiele entscheiden. Und das war einfach in der Situation schade und extrem bitter für uns, weil wir auf einem, mal unabhängig davon, dass wir nicht mehr rauskommen, bedeutet es ja nicht im Umkehrschluss, dass wir deswegen zwei Tore kriegen müssen, sondern dann muss ich halt mal zu 10 verteidigen. Da haben andere Mannschaften schon großartige internationale Erfolge errungen, die mit uns nicht so viel zu tun haben. Deswegen tut es extrem weh heute. Hast du akustisch nicht verstanden, verletzungsbedingt rausgekommen, ja. Ja, muskulär zugegangen. Ich glaube, gab es gar nicht die eine Situation und die eine Stelle, sondern das Gesamtpaket war dicht. Fand er ein richtig gutes Spiel auch gemacht, speziell auf der Seite. Es ist für mich ein großartiger Rechtsverteidiger in der Liga, der endlich Konstanz in seinem Körper drin hat aktuell. Toi, 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 mal abgesehen von der Situation jetzt heute. Und deswegen nochmal, haben wir aber auch einen guten Spieler, den wir reinbringen können, der normalerweise gerade in diesen Bereichen gegen Saad ein sehr, sehr unangenehmer Spieler dann auch sein kann. Tim von Melanthon. Fabian, Glückwunsch erstmal zum Sieg. Der KSC hat unfassbar kompakt das Zentrum dicht gemacht. Ihr hattet da vor allem in der ersten Halbzeit viel Raum auf den Außenbahnen. Teilweise konntet ihr das überladen, wenn Manos oder Lars da mit vorgeschoben sind. War das ein Problem, dass ihr zu langsam, zu selten in die Verlagerung gekommen seid? Oder würdest du sagen, dass der KSC es einfach richtig, richtig gut verteidigt hat? Ja, beides. Ich glaube, ich habe schon angedeutet mit der Laufstatistik, dass sie enorm viel gelaufen sind, dadurch auch enorm viele Räume zugelaufen sind. Und trotzdem, wir wussten, in der Raute ist auf der einen Seite Platz. Wir haben da reingespielt und dann war es zu langsam, zu behäbig. Haben nicht den richtigen Moment gefunden, dann die Seite zu verlagern, und das sollst du eigentlich gegen Raute tun. Und trotzdem muss man sagen, dass KSC die Raute schon länger sehr, sehr gut spielt. Und ich kenne es aus meiner Erfahrung noch mit Timo, dass die Raute einfach auch sehr, sehr unangenehm zu bespielen ist. Und das hat KSC heute wieder sehr gut unter Beweis gestellt, das muss man einfach sagen. Trotzdem müssen wir da, und also selbstkritisch sollten wir auch sein, demnächst dann auch bessere Lösungen finden und schneller in die Verlagerung kommen, definitiv. Eine Frage von Andreas Schorsch von der Bild-Zeitung. Fabian, du hast das eben schon genannt, All-In seid ihr gegangen, ihr hattet eine völlig andere Umstellung nachher. Ist das eine Sache, die ihr schon vorher probiert habt im Training, oder ist das eine Sache gewesen, die sich jetzt im Laufe des Spiels durch die Dynamik entwickelt hat, dass ihr da diese Idee nochmal hattet, All-In zu gehen, genau durch diese Positionierung? Also wir haben es nicht trainiert, aber in meinen Gedanken spielt es definitiv eine Rolle, weil ich einfach gerne Spieler seitenverkehrt, also fußverkehrt aufstelle, und das war dann dadurch gegeben mit Elias links und dann auch Connor rechts, und das war eigentlich die Idee des Ganzen, dass wir versuchen, immer wieder auch in die Verlagerung zu kommen. Das ging dann teilweise auch gut, teilweise war es aber trotzdem auch zu wild, und am Ende Umstellung hin und her gehört auch ein gewisses Matchglück dazu, und das hatten wir heute auf unserer Seite. Noch eine Frage von Nils Weber von der Mopo. Ihr hattet in der ersten Halbzeit, also die überwiegenden Gelegenheiten, die ihr hattet, das waren Abschlüsse aus der Distanz. War das der Defensive des KSC geschuldet, oder war das auch vielleicht ein Defizit von euch, dass ihr da zu oft den Abschluss schnell gesucht habt aus der Ferne und es nicht geschafft habt, da in den 16er vorzudringen, gefährlich? Ja, auch da wieder, ich glaube, gehört immer beide Mannschaften dazu. Zum einen haben sie es gut verteidigt, zum anderen haben wir es dann nicht geschafft, 2-gegen-1-Situationen am Flügel herzustellen. Wir hatten einige 1-gegen-1-Situationen mit Dapo in der ersten Halbzeit, die wir dann sehr, sehr hektisch, sage ich mal, abgeschlossen haben. Wir haben dann auch oft versucht, schnell an zweiten Pfosten zu flanken, wo dann wirklich nicht viel Personal gegeben war. Trotzdem war die Idee da, an zweiten Pfosten zu flanken. Und ich glaube, einmal bei Connor, wo er querköpft, wenn er den besser querköpft, dann steht Jackson und Jojo frei vom Tor. Also
der Ansatz war gut, der Ansatz war da, aber ich glaube, dass wir deutlich präziser spielen müssen im letzten Drittel, um dann noch mehr Torgefahr ausstrahlen zu können. Okay, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Vielen Dank für euer Interesse. Wir wünschen unseren Gästen eine gute und sichere Heimfahrt und sehen uns schon wieder am Dienstag beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 im DFB-Pokal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss. Tschüss.